Maveres. Es war einmal ein Mann, dessen einzige Arbeit im Betteln bestand, und obwohl er schon älter war, aß er sehr viel. Immer wenn er ein Haus betrat, bestand seine einzige Tätigkeit im Essen. Eines Tages brachte die Frau dieses Mannes einen Jungen zur Welt. Das Kind besaß einen Magen, der dem seines Vaters glich. Bereits wenige Tage nach der Geburt aß der Junge sehr viel. Die Milch seiner Mutter genügte ihm nicht, so dass er ständig weinte und man ihn auch mit Reis füttern musste. Er aß einen ganzen Kochtopf leer und erst dann hörte er auf zu weinen. Seine Eltern nannten den Jungen Maveres. Im Alter von 2 Wochen aß er einen ganzen Kochkessel mit Reis und mit einem Jahr 2 Kessel, ohne auch nur das Geringste übrig zu lassen. Im Haus ging es täglich recht geschäftig zu. Vater und Sohn aßen um die Wette große Mengen Reis. Und die Mutter, die jetzt von 2 Seiten bedrängt wurde, weigerte sich schließlich zu kochen. Da begann Maveres, die Bittelei seines Vaters nachzuahmen. Die anderen Bewohner des Kampons wurde es aber bald recht leid, von den beiden, deren Mägen Kuhmagen glichen, besucht zu werden. Schließlich sann der Vater auf eine List, um nicht länger einen Rivalen beim Essen zu haben, und eines Tages ermunterte er seinen Sohn, im Fluss nach Krebsen zu suchen. Doch als Maveres damit beschäftigt war, in den Löchern nach Krebsen zu stochern, rollte sein Vater einen Stein von der Größe eines Kohlebeckens auf ihn herab, damit der ihn unter Wasser drücke. »Amen, so sei es«, sagte der Vater, während er seine Brust abklopfte und zu seiner Hütte zurückkehrte. Als seine Frau fragte, wohin Maveres gegangen sei und warum sie nicht gemeinsam zurückgekehrt seien, zuckte der Vater nur wortlos mit der Schulter. Einen Augenblick später konnte man Maveres mit einem großen Stein auf den Schultern heimkommen sehen. Als er da war, sagte er, »Das ist der Stein, den mein Vater auf mich gerollt hat. Ich habe ihn mitgebracht.« Seine Mutter und sein Vater waren sehr erstaunt zu sehen, wie kräftig ihr Kind war, dass es einen Stein von solcher Größe auf den Schultern zu tragen vermochte, und sie boten Maveres dem Dorfvorsteher als Arbeitskraft an. Der Dorfvorsteher wollte von dem Angebot aber keinen Gebrauch machen. Ein anderes Mal erhielt Maveres von seinem Vater den Auftrag, ein bewässertes Reisfeld zu jäten. Doch als das Kind damit beschäftigt war, das Unkraut auszurupfen, rüttelte sein Vater so lange an einem großen Baum, bis der umstürzte und auf Maveres fiel. »Dieser Kuhmagen ist aus dem Weg geräumt«, dachte der Vater wieder und kehrte nach Hause zurück. Er war noch nicht ganz in seiner Hütte, da kam Maveres mit dem Baum auf dem Rücken schon wieder hinter ihm her. »Das ist der Baum, der eben auf mich gefallen ist, Vater«, rief er und warf den Stamm zu Boden. Alle Leute waren über die riesige Kraft des Kleinen verwundert. »Glücklicherweise hat dieses Kind keinen schlechten Charakter«, überlegten sie. »Wenn es schlecht wäre, würden uns allen Unglück von ihm widerfahren.« Wieder ein anderes Mal führte sein Vater Maveres an eine Flussmündung, die voller Krokodile war. Ohne dass Kind es merkte, warf sein Vater eine Kokosnuss mitten in den Fluss und befahl Maveres, sie zu holen. Maveres sprang in den Fluss und schwamm hinter der Kokosnuss her. Er wollte eben gerade die Frucht ergreifen, als ein Krokodil sprunggeiglig kamen, um ihn zu schnappen. Zwischen Maveres und den wütenden Raubtieren entstand ein Kampf. Tier für Tier riss er ihnen ihre Mäuler auseinander. Wie gewaltig war dieser Kampf! Obwohl der Vater sein Kind sehr hasste, war er doch auch erfreut, Maveres siegen zu sehen. Maveres hatte nicht weniger als 12 kupferrote Krokodile getötet, die er jetzt ans Ufer warf.
Na, mal wäre es. Röste sie alle und iss sie, sagte sein Vater jetzt und ging davon. Bei einer anderen Gelegenheit hörte man außerhalb des Kampons ein Schwein quieken, das von einer großen Schlange gefangen worden war. Maveres rannte hin, griff die Schlange, tötete und kochte und aß sie. Mit nicht wenigen Anoa focht er zwei Kämpfe aus, um sie dann zu töten und seinen Magen zu füllen. Seit er die Schmackhaftigkeit von Krokodilfleisch erkannt hatte, ging er auch oft zur Flussmündung, um dort seine Beute zu machen. Ungeachtet dessen liebte er den Reis noch mehr und bettelte ständig darum, denn nie fühlte sich sein Magen gesättigt, sondern immer nur hungrig. Einmal versprach ihm ein alter Mann unter der Bedingung Reis, dass er um 9 Uhr abends kommen und ihn durch ein Loch im Fußboden essen solle. Von 5 Uhr an erhitzte der Alte Wasser, das an einem großen Kessel zum Sieden brachte. Um 9 Uhr kam Maveres und bat um den versprochenen Reis. Der Alte hieß den kleinen Riesen, seinen Mund unter dem Bodenloch zu öffnen. Als Maveres seinen Mund geöffnet hatte, goss der Alte das siedende Wasser in seinen Mund. Maveres schrie, so laut er konnte, aber bald darauf war er still. Maveres ist tot. Sein Geist fliegt hierhin und dorthin und sucht seine Beute, die, um sich an den Menschen zu rächen, aus neugeborenen Kindern besteht. Die Alifuren und die Bewohner der Minahassa haben große Angst vor dem Geist Maveres, dessen Stimme an stillen Abenden gehört werden kann. Ries, ries.